Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer entspannenden, ruhigen Folge New Super Mario Bros. Wii mit Burgmusik! Ich will mal was probieren. Ja. Ah, so. Ja. So. Und jetzt direkt los. Nee. Ah! Okay. Als ob. Oh, ich hatte das sogar in die letzte Folge reingehört. Doch, da war was. Ich hab's gesehen, da war links grün. Ich hab's gesehen, okay? Ich hab alles gesehen! Nein! Du Bitch! Du little Bitch! Oh! Ich bin Twirlys aus! Krass! So was Knappes habe ich noch nie gesehen. Oh mein Gott, yeah! Tschüss! Nein! Nein! Du altes Arschloch! Ja, du hast die World in Tempered. Keine Ahnung. Was sie auch für Laute von sich gibt. Und jetzt flüchtet sie nicht, oder was? Und jetzt kommen wir zum schlechtesten Level, das es in New Super Mario Bros. Wii gibt. Nämlich 4-4. Den bekannten Blooper Level. Der Level, bei dem ich 28 Versuche gebraucht habe, um alle Starcoins in einem Versuch zu sammeln. Der Level, den jeder nicht leiden kann. Weil sie hier so extrem Blooper vollgespammt haben. Zudem. Als ich groß geworden bin, haben die blauen Dinger sich entfernt. Hier war auf jeden Fall ein Stern. Nee, doch. Hier war der Todes, ja. Ja, oh Gott, nein. Scheiße. Da macht er gleich. Bah! Oh, drei One-Ups! Die ich aber nicht brauche. Stirbt! Und hier ist die erste Starcoin. Und die dauert schon etwas rauszufinden. Hier, ohne Pinguinanzug ist diese auch nicht möglich zu kriegen. Ja, ich dachte, die kommen nicht auf den Grund, aber anscheinend doch.
Oh nein, da war nichts. Nein, nein, nein! Oh! Ja, lol! Als ob ich das fast tue! Ich fast tue, Master! OMG, fuck life, bitch! Oh mein Gott! Ich hab alles fast tried! Lel! First try! Oh mein Gott! The fuck? Ja. Als ob! Aber jetzt kommt ein Geisterhaus. Hat zwei nervende Level hintereinander. Aber erst in ein Pilzhaus. Yep. Hinter der Tür gibt es einen, der zu gewinnen. Wer wagt, gewinnt, wenn er Glück hat. Okay, mal gucken, welche Reihenfolge es ist. Okay. Leck mich. So scheiße! Okay, was könnte ich mir jetzt fürs Geisterhaus geben? Eigentlich eine Eisblume. Hier gab es irgendwo eine fiese Starcoin. Oh, und hier war eine Eisblume. Ja, genau, die Tür hier war das. Obwohl. Oh, jetzt habe ich es aktiviert. Aber das hier ist nicht die Starcoin, sondern der normale Weg. Die Starcoin war nämlich hier. Deswegen sollte man auf jeden Fall den Stern nehmen und alle Geister entfernen. Okay, die zweite Starcoin. Da schon mal nicht. Ich bin jetzt fast Leck mich. Ah! Ah! Scheiße! Nein! Es war die dritte! Wo hab ich da etwas übersehen? Kann mir das mal jemand sagen? Oh, sogar alle gekillt. Ja, das ist natürlich noch besser. Wieder die Starcoin holen. Aber warte! Was ist denn, wenn ich...
ich durch die Tür hier gehe. Ich weiß, man kann auch anders an den Schalter rankommen, einfacher, aber ich mach's so. Ach so, hier geht es auch lang. Stopp, Ratten! Oh, One-Ups gekommen. Ja, hier war die. Dann fehlt mir noch die dritte und der Secret Exit zu einem Sternhaus. Hallo Geist! Ja, hallo! Hä? Ach so. Komm Geist, ja, schreck mich auf. Die dritte hole ich gerade noch. Wir haben sie ja schon gesehen, aber ich hole sie natürlich trotzdem. Und jetzt sehen wir das Easter Egg. Mario hat nämlich keine Mütze mehr auf. Das liegt daran, dass er die maximale Anzahl an Leben hat. Oh nee, warte, ich sollte mir den Stern holen. Nein! Scheiße! Nein! Okay. Aber wie geht's weiter? Oh, shit. Habe ich doch einfach. Nein, nimm das Ding mit. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott, war das knapp! Ich wollte das Trampolin eigentlich hinlegen, aber ne. Wie? Oh Gott! Heilige Scheiße! War das knapp. Oh nein, ich habe mich verändert. Ja, okay, bin wieder frei. Ja, ein Stern. Und da rechts ist noch ein Stern. Ich hätte jetzt fast links gesagt. Stern! Oh ja, ja. Okay. Und im nächsten Part könnte schon etwas Spezielles passieren, wenn wir das Castle gut abschließen. Also, das heißt, im übernächsten Part. Bis zum nächsten Mal!